ganz wichtig, das muss drinnen sein. So, ich habe jetzt abgeladen, Bolzplatz 18 in Bonn. So, und jetzt pass mal auf. Ja, dieser Wagen ist auch Fassbender. Ich habe jetzt geladen, Bolzplatz 18, und dann muss ich nach Königswinter. Und dieser Wagen, der eben mit mir da zusammen fast weggefahren ist, der fährt zum Bolzplatz 3. Ich meine nur, also ich mach mal weiter. Den ersten haben wir fertig in Bund. Ich mach mich weg, ey. Jetzt fahren wir Königswinter, haben wir den zweiten. Da habe ich wieder eine geile Hausnummer. 892, aber die Hausnummer gibt es da auf der Straße. Ich muss quasi rechts. Die Hausnummer gibt es da nicht. Ich soll erstmal auf die Straße fahren, dann anrufen. Der Navi zeigt mir an, geht bis 92 oder irgendwie sowas. Gucken wir gleich mal. Dann muss ich rumschwenken, Junge. Wir haben jetzt bis zur nächsten Baustelle 9,3. Die erste Baustelle war cool. Ich habe den Mann eben angerufen. Der hat gefragt, ob er direkt kommen soll oder ob er noch ins Lager kann. Naja, also mir ist das doch egal, ne? Ich habe noch einen Kran. Ich brauche die Lücke ja nicht auf der Baustelle, ne? Oh, hier ist auch eine geile Insel hier, ja? Ja, schön hier rumkommen, ey. Die bauen sich hier einen Mist zusammen, Junge. Küss dich an, da drin. Bisschen am Regnen ist es, ne? Wieso ist das so warm in der Bude? Ich kann doch auf 18 Grad stehen. Einen wunderschönen guten Morgen erstmal und einen schönen Tag wünsche ich euch und eine schöne Woche. Wir fahren Baustoffe. Kommt da jetzt einer, oder? Ja. Das ist natürlich ganz toll. Naja. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, ich weiß natürlich nicht, ob der LKW, der jetzt gerade auch auf die Straße drauf gekommen ist, der heute Morgen mit mir geladen hat, ob der eine komplette für diese Straße hat. Wenn der eine komplette hat, dann nehme ich alles zurück. Wenn er jetzt natürlich nur zwei Paletten für diese Straße hat, dann hätte ich die Straße allein abwickeln können, verstehst du? Aber da ich das nicht weiß, nehme ich erstmal alles zurück. Hat der eine komplette, hätte natürlich bei mir und bei ihm natürlich nicht gepasst, auch wegen dem Gewicht her. Der war nämlich auch voll, weißt du? Kann aber auch sein, dass der so wie ich mehrere Kunden hat. Wie gesagt, das weiß man nicht, deswegen 6,3 Kilometer bin ich beim nächsten, da laden wir die vier Paletten ab und dann fahren wir schon wieder laden in Königswinter. Das geht. Wahrscheinlich hier vorne direkt. Da haben die mir ein Haus nur aufgeschrieben, Junge, leck mich in der Tasche. Er sagte irgendwas, da stehen noch Steine. Achso, hier? Okay, könnte hier oder hier sein. Hier stehen auch Steine. Oder sind das Fliesen? Ich denke mal hier. Ich soll den nochmal anrufen. Oder hier? Alter, wie viele Baustellen sind hier? Hausnummer weiß ich leider nicht, sagt er. Da habe ich gesagt, da steht ein Gerüst vor. Da ist ein Schild, Weber Gerüstbau. Hat er gesagt, ja, ja, ja. Dann ist das hier. Wo soll ich hinstellen? Egal. Dann machen wir das nämlich total cool, stellen wir die einfach hier rein. Fahr ich noch ein bisschen was vor, mach ich das Element weg hier. Das Element kommt weg, Stütze raus. Für abzustützen muss ich erstmal hochpumpen, sonst komme ich nicht über den Randstein, wenn der sich jetzt automatisch absenkt. Ne? Das machen wir jetzt total cool. Wie so ein ich versuche mal wie ein Profi zu arbeiten, Junge. Keine Stress, Junge. Keine Stress. Du musst immer locker bleiben, verstehst du das?
vorne ist gerade ein Bus gefahren. Und ich habe nur gebetet, dass der hier nicht vorbei könnt. Ja, aber der könnt vorbei. Also ich würde vorbeikommen. Komm, wie sieht der das? Wenn nicht, ist mir auch egal. So. Überall Baustellen hier. Da, da und hier. Zebreuna. Eben volle Pulle Regen. Eben volle Pulle Regen. Cool. Und jetzt wieder super Sonnenschein. Wir haben ja Schauerwetter heute, ist ja angekündigt. Ne? Wir sind jetzt da. 400 Meter. Wir fahren jetzt hier links. Unten ist der Fassbender in Königswinter. Da fahren wir jetzt hin. Dann laden wir für, keine Ahnung. Ihr wisst ja, ne? Das ist immer so, dass der... der ist auch schön. Der gefällt mir auch hier, der Van. Eigentlich. Habe ich einen grünen Pfeil, oder? Ja, dann Mensch, dann sag doch was. Da unten ist er schon, ne? Oh, einer steht drin. Ich könnte schon auf die Ladespur. Normalerweise stehe ich auch schon mal gerne hinten am Tor. Gerne nicht, aber ich stehe hinten am Tor. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir wieder die Hütte voll kriegen. Wo wir hingeschickt werden. Oh. Okay, komm durch. Komm durch, Junge. Jetzt habe ich schon geladen. Ich hatte die Pole Position da beim Laden. Der eine Lieferwagen, der da stand, der ist schon fortgefahren. Wir fahren jetzt für den gleichen Kunden, wo wir gerade die 4 Paletten abgeladen haben, fahren wir jetzt nochmal 3 Paletten abladen, aber nicht auf dieser Baustelle, sondern auf einer anderen. Da steht wieder Avis drauf, aber pf, keine Ahnung, der ist sowieso nicht da. Ich fahre jetzt mal dahin, wenn ich irgendwie nicht klarkomme, wenn ich keinen sehe, rufe ich den an. Und dann frage ich, ob ich den abladen soll, genau. Ich lade den dann ab, ob ich abladen soll. Und dann habe ich draufstehen, Telefon, Dispo, Alf da. Da rufe ich meinen Dispo-Mann an, der kann dann mit den Leuten da telefonieren. Ich selber möchte das nicht. Das überlasse ich immer, das Büro. Hier das Haus. Wunderbar, Junge. So, der fährt jetzt hier seinen Wagen weg mit Anhänger. Dann kann ich das direkt vor das Haus stellen hier. Ich glaube, die sind am Meckern, aber das kann ja nicht. Das muss ja. Jetzt wie? Halbe Stunde mich wieder weg. Ja. Stellen wir das hier vorne irgendwo hin. Irgendwo hier. Und dann. Ich habe den gerade angerufen. Das ist der gleiche Mann wie eben. Und der hat mir auch gesagt, wieder einfach abstellen. Das ist gut. Da können wir die Papiere schon mal fertig machen eigentlich. Alter. So. Zaun brauchen wir nicht vormachen. Der war auf. Der Besitzer von dem Haus ist auch hier. Ich habe eben, wie gesagt, wieder angerufen. Der hat gesagt, einfach abstellen. Ich weiß gar nicht, warum die Leute nicht auf der Baustelle sind. Dann wart. Papiere habe ich da reingeklemmt. Unten in die erste Palette. Papiere. So, dann fahren wir jetzt mal zum Rewe. Wir haben ja schon ihren persönlichen Aufseher. Ja? Warum sind die denn nie auf der Baustelle, die Leute? Bitte? Warum sind die nie auf der Baustelle? Die Leute, keine Ahnung. Wir fahren jetzt wieder dahin, wo wir nicht heute Morgen, sondern eben geladen haben. Und laden da, wo wir heute Morgen geladen haben. Ich hoffe, ihr versteht das. Wenn das jetzt für euch unverständlich ist, dann kann ich da auch nicht für. Ich habe mir jetzt echt Mühe gegeben, euch das zu erklären. Ach nee, Leute. Hoffentlich ist er jetzt wieder frei. Kann ich das von hier erblicken? Ah, alles voll, Junge. Oh, alles voll. 3 LKWs. Jetzt kann ich auf der Straße stehen bleiben, Junge. Ich habe ja eben den Disponenten angerufen, ne? Dass der bei dem Kunden hier anruft.
Hat er auch gemacht. Und er hat mir ja definitiv gesagt, ich soll hier nach Königswinter wieder hinfahren zum Lager und soll hier laden für Bornheimer Straße Bonn. Wollte ich machen, aber die haben nichts. Die haben nichts für mich. Die haben mit der Dispo telefoniert. Das ist die Dispo, wo mein Disponent eben mit telefoniert hat. Und die haben gesagt, hier ist nichts für mich. Könnt ihr das verstehen? Wir fahren jetzt direkt zur Bornheimer Straße. Ich bin Bornheimer Straße Bonn. Warte mal, ich mache uns gerade das Licht an. Könnt ihr mich sehen? Hallo. Vor mir stand ein Auto von der Firma hier. Der hat 4, 5, keine Ahnung, Paletten geladen. Der fährt jetzt nach Kölle. Gottesweg. Und ich habe 4 Paletten geladen. Ich war auch zum Gottesweg. Der darf 12, 13 Tonnen laden, hätte alles drauf gekriegt. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht von Königswinter leer nach Köln fahren können. Deswegen musste ich hier von ihm noch 4 Paletten mitnehmen. Oder was heißt von ihm? Aber weil, mit der Begründung, die brauchen uns beide in Köln. Ja. Wir fahren jetzt nach Zollstock. Verstehst du das? Einmal durch den Schlauch. Wir sind da um halb, kurz vor halb eins und dann schauen wir mal, was die für uns da haben. Ich hoffe nur noch ein oder zwei. Komm, dann ist auch, dann muss aber auch langsam mal. Muss ich aufpassen beim Rechtsabbiegen, dass der nicht hier an der Wand hängen bleibt. Guck mal bitte hier. So, wir sind jetzt in Kölle. Ich lade jetzt die 4 Paletten hier ab. Und dann kriege ich wieder Umlagerung, glaube ich, für Alf da. Ich fahre nur Umlagerung. Von Lager zu Lager. Bei dir ist jemand dran? Bei mir? Auch bei dir gleich. Was hast du drauf? Das Geile ist bei dem Baustoffhändler hier, lass mich überlegen, du lädst eigentlich nur unter Dach. Schön, das wollte ich sagen. Gibt es da Lager, die, wo du auch draußen lädst? Ich glaube schon, ne? Aber das ist überwiegend alles überdacht. Ist das nicht toll? Ja, da weißt du auf jeden Fall. So, ich weiß nicht, habe ich euch eben gesagt, ich habe Umlagerung Alf da von Köln ab. Also ich bin jetzt weg von Zollstock. Ist richtig, aber das war eigentlich nur unter anderem. Ich habe jetzt erstmal 4 Kunden und dann sollte die Umlagerung auch noch mit drauf, aber die haben wir erstmal da gelassen. Wir fahren jetzt erstmal Wesseling, da haben wir eine Doppelstegplatte, eine große. Die laden wir ab, die habe ich ganz oben auf der Ware drauf. Dann fahren wir eine Rückholung, ein Big Bag und dann Hürth und dann Köln. Ich muss dort so rumfahren, weil sonst hätte ich die Doppelstegplatte immer abladen müssen. Erst in Köln, dann in Hürth. Hat der Stapler frei gesagt, machen wir nicht. Verstehst du? Deswegen fahren wir jetzt erstmal zu der Dame und schmeißen die Doppelstickplatte runter und dann holen wir die Abholung. Ich weiß gar nicht, wo geht die Abholung wieder hin? Ich hab keine Ahnung, Junge. Kölle? Aber wenn wir das durch haben, rufen wir erstmal meinen Dispo-Mann an. Jetzt habe ich hier gerade abgeladen in Wesseling bei einer Dame, die nicht da war. Ich habe mit der telefoniert. Das Geile ist, genau da gegenüber wohnt ein Pärchen. Die gucken meine Videos. Claudia und Andi. Ja, der hat mir gerade noch gesagt, Andi? Claudia auf jeden Fall. Die haben mir 2 Kaffee gebracht. Also er ist wieder zur Arbeit, er hatte Mittagspause. Sie hat mir auf jeden Fall 2 mega geile Kaffee gebracht. Oh, hat mir quasi mein Leben gerettet. Viele Grüße euch beiden, sehr, sehr liebe Leute. Die, die mir Kaffee bringen, sind alle lieb. Nee, Quatsch, die waren super. Junge, es ist total schön. Du fährst einfach in irgendeine Straße drin. Oh, du kannst kommen. Komm, Bruder. Du fährst in eine Straße rein und dann plötzlich kommen da Leute, die deine Videos gucken. Ja, du wolltest vordrängeln, ne? Das geht aber nicht. Weil ich fahr, Junge. Der wollte gerade hier aus der Straße rauskommen. Ja, jetzt habe ich mir von der lieben Claudia 2 Kaffee geballert. Und jetzt brauche ich eigentlich mal schnell eine Toilette. Aber da war gerade ein bisschen Hickhack mit der Palette. Die Dame, wo ich jetzt abgeladen habe, die hat noch so eine riesen Palette, hat die in der Garage stehen mit einer
mit einer Doppelsteckplatte, mit so einer Plexiglasplatte. Die sollte eigentlich raus, die neue sollte rein, aber ich komme mit dem Kran gar nicht dahin. Das war aber abgesprochen mit dem Kunden, wofür ich fahre. Aber das funktioniert ja gar nicht. Da kriege ich, wie soll das funktionieren? So, ich bin jetzt bei dem Kunden hier, wo ich das Pickback abhole. Das ist nicht ganz voll, das ist, keine Ahnung, halb. Ich habe ja noch diese Euro auf dem Auto. Ich muss gucken, ob ich das irgendwie da drauf platzieren kann, damit die das mit dem Stapler ordentlich, Junge, abheben können. Ich weiß noch nicht mal, wo das hingeht. Kölle? Welches Lager? Ich weiß es nicht. Da kommt mir ein PKW entgegen. Geil. Jung. Geht ein Kind auf der rechten Seite, ne? Mit ihrer Mama. Schön langsam, Jung. Schön langsam. Schöne Gegend, aber ist mir alles viel zu eng. Also für mich persönlich jetzt, wenn ich hier, das wäre mir alles viel zu eng. Jetzt sind wir gleich. In Hürth und müssen Trierer Straße in den Wald, irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung. Die Hausnummer, wo ich hin muss, die ist ein bisschen im Wald. Jetzt nicht übertrieben im Wald, aber im Wald. Steht auf dem Schein. Ui. Oh, schwarz da hängen. Oh, nee. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da hinten ist komplett schwarz. Wahrscheinlich sieht es auf der Kamera nicht so aus. Wir haben noch 5,5 Kilometer. Da haben wir zwei Palettchen, dann haben wir noch drei für Kölle. Und dann muss ich mal mit der Dispo telefonieren, ob wir das Big Bag morgen zurückbringen. Ich weiß gar nicht, wo ich morgen bin. Oder heute zurückbringen. Wir haben jetzt 15, 27, also quasi halb vier. Ja. Also hier kannst du dich anstrengen, wie du willst. Du kommst einfach nicht bei Zeiten rein. Ne? Hier müssen wir jetzt runter bis unten an das Tor. Ja. Okay. Und dann lassen wir jetzt mal den Verkehr durch und dann fahren wir da rein. Das ist auf jeden Fall wieder the rhythm of the night, Junge. Kriegst du schon hin, Junge? Ja, Junge, kein Problem. Ich sehe aber rechts nicht, wo der Weg endet. Also wo der abgeht, weißt du? Durch die Sträucher da. Ja. Was haben die für Baustellen, sag mal? Ich muss ins Fenster hochmachen, hey. Sonst gleich, hey, wieder Salat. Salat im Auto. Ich muss...
Das sieht gut aus. So. Wenn nämlich an meinen Kran irgendwas drankommt, da werde ich nämlich, da werde ich zum Tier. Guck mal bitte. Ist das nicht schön? Was sagt ihr dazu? Hm? Ja, jetzt habe ich noch einmal Severinswald 40. Ich habe mit den Leuten telefoniert, die sind nicht mehr da. Jetzt muss ich gucken, ist der Bügel an? Ja, nein. Das kannst du nämlich von innen nicht sehen. Ich kriege jetzt noch Bescheid von meinem Disponenten. Ich sage immer, ich habe noch ein Big Bag drauf. Das habe ich eben abgeholt, das ist eine Retour. Oh, das ist aber blöd. Das ist aber blöd. Hat er gesagt. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo soll ich denn jetzt genau hinfahren, Junge? Wo soll ich genau hinfahren? Alter, ich kann doch nicht sehen, Junge. Ich muss den leider brechen. Ich habe da keinen Bock drauf, ne? Das ist die größte Scheiße hier. Ah, oder kriegen wir den einfach irgendwie weg? Dirk hier. Hallo? Warte. Ja, jetzt höre ich dich. Ja, ja, ja. Okay, alles klar. Muss mir nur einen Schein machen, weil ich weiß, kenne die Adresse von Rheinbach nicht da. Ja, schicke ich dir per WhatsApp die Adresse. Also komme ich jetzt rein. Genau. Alles klar. Ich danke dir. Gerne. Jawohl, ciao, ciao. Also mein Disponent, der steht komplett, weil er ja weiß hat mit den Baustoffhändlern, also speziell mit ihm, ich meine, muss ja alles gefahren werden, ist ja gar kein Problem. Aber der steht so hinter mir, das ist echt unglaublich. Das ist echt geil. Das sag ich euch. So wie ich das. Wenn der sieht, dass das abends was später wird, ich meine, du musst es ja nicht übertreiben, hab ich ja schon mal darüber gesprochen. Ne? Der kümmert sich komplett. Wahnsinn. Also, ich fahre morgen, ich lasse das jetzt alles drauf und fahre morgen nach Rheinbach, gebe da alles ab und lade da neu. Ja, aber ich weiß nicht, warum geben die denn einem dann auch so viel nachmittags noch? Ich verstehe das alles nicht. Leute. Ich meine, guck mal, jetzt bin ich um 17 Uhr auf dem Hof, das ist doch total akzeptabel, oder nicht? Der eine hätte doch jetzt gar nicht mehr sein müssen. Oder stelle ich mich jetzt ein bisschen zu viel an? Also man kann ja mal lange fahren, ist ja gar kein Problem, und du kannst es halt nicht jeden Tag, ne? Das funktioniert halt einfach nicht mit deinen Zeiten. Fahr ich rein, ey. Oh Mann, ey. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe jetzt geladen hier in Rheinbach. Und drei Kunden, ein Abholer haben wir, ne? Drei Kunden, ein Abholer. Komm ich da rum? Ja. Wir fangen an mit Köln-Sürth und dann haben wir, glaube ich, Pullheim-Brauweiler irgendwie so, wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir Abholung Cannes-Pullheim, damit fahren wir nach Blankenheim. Dann laden wir ab, dann laden wir eine Blankenheim, dann fahren wir wieder Blankenheim zu dem Kunden und laden wieder Pullheim. Wenn ich mich nicht täusche. Von da hinten sind wir jetzt rückwärts gekommen. Wir müssen jetzt noch mal hier in so ein Gässchen rein. Hier fahren wir jetzt ganz durch. Und hinten ist dann die Hausnummer, wo ich hin muss. Ist das nicht toll? Dann laden wir die zwei Paletten ab und dann fahren wir nach Pullum. So, den ersten habe ich zack, zack abgeladen. Die Frau stand mit ihrem Fahrzeug startklar in der Einfahrt mit ihrer Tochter. Und die wollten raus oder mussten raus. Und sie hat aber dann 10 Minuten gewartet, weil wenn ich mich jetzt wieder aus dem Gässchen rausquäle, da ist alles Murks, ne? Dann hat sie gewartet und deswegen habe ich einfach den Lieferschein einfach schnell in den Briefkasten geballert. Ich habe das nur vors Haus abgestellt, ne? Das ging super schnell. Konnte die Frau auch direkt wieder fahren, ne? Da stand eben wieder so ein Auto einen Meter vor der Kurve und ich komme da nicht rum, weißt du? Da musst du fast auf das Nachbargelände, also auf das gegenüberliegende Gelände, fast mit der Reifen schon drauf, damit ihr dich da irgendwie, boah, ich musste mich da rein quälen, das ist doch nicht nötig, sowas. Ach, das ist doch scheiße. Aber der Wagen war jetzt gerade weg, kam ich mit einem Mal raus, verstehst du?
Ja, 200 Puller in 35 Kilometer, 933. Leibnizstraße. Da muss man kicken. Straßenbauer sind da. Ah, es ist ein wunderschöner guten Morgen. Es ist ein wunderschöner guten Morgen. Ich bin nicht am Stören. Ne. Die könnten auch bestimmt woanders lang fahren, aber irgendwie. Jetzt parkt die Frau da hinten. Die hätte doch andersrum fahren können. Hat doch eben auch schon einer gemacht. Du kannst nirgendwo mehr in Ruhe abladen, wa? Stresst mich doch nicht so, Kinas. Das ist doch scheiße. Ich muss jetzt erstmal gerade. Da könnte der Radlader. Dann ist der Radlader schon jung. Was will der da? Damit, da, damit. Dann habe ich es gesagt. Ja. Zumal hat er genug gehört. Das ist die Baustelle, wo wir jetzt die Schachtabdeckung hingebracht haben. Drei Stück. Ich könnte jetzt normalerweise hier links raus, oben rechts. Das ist aber sehr eng. Deswegen fahre ich jetzt hier wieder zurück bis zu der Kreuzung und dann fahre ich wieder hinten lang. Das ist mir sonst alles zu eng, verstehst du? Dann machen wir das nämlich so. Das heißt, wenn jetzt von hinten keiner kommt, fahr. Komm, Bruder. Ich bin jetzt beim Kann. Drei Paletten sind das. Ich habe 5 Minuten gewartet, jetzt bin ich schon dran. Ein Gut habe ich hier. Zwei brauche ich noch. Weiter. Ja. Total geil! Wir sind jetzt auf dem Weg nach Blankenheim, 17 Kilometer haben wir noch. Dann laden wir die drei Paletten ab. Wobei, ich glaube doch, die müssten normal alle runter, alle drei. Und laut den Papieren, wie gesagt, laden wir ja einen für Blankenheim. Dann fahren wir zurück und laden wieder für den Kunden, wo wir eben unter anderem das Cagero abgeladen haben in der Gasse da, ne? Da fahren wir, da müssen wir auf jeden Fall wieder hin. Aber wenn das zu spät wird, rufe ich wieder an und dann nehmen wir den wieder mit rein. Das ist eigentlich total einfach. Aber wir gucken uns das erstmal an. 14 Grad. Die Tage über 30, jetzt wieder 14. Da soll es nicht verrückt werden, ne? Habe ich euch schon gefragt, wie es euch geht? Ich hoffe gut. So, wir haben jetzt in Blankenheim schon geladen und abgeladen. Genau, war ein Privatkunde. Das haben wir alles in den Vorgarten gestellt. Also der ist noch im Bau. Da seid ihr. Ah. Im Bau. Und jetzt fahren wir zurück und dann laden wir nochmal für Pullheim. Da, wo wir heute Morgen waren. Kann ich dir sagen, warte. Das war er hier. Ich weiß nicht, wie die... Lucifer? Ich habe keine Ahnung. Ja, klar. Das passt. Wir sind jetzt wieder in Pulheim. Ich fahre direkt rein. Habe ich eben schon gesagt, ich habe mit dem Mann telefoniert. Die werden wohl nicht mehr da sein. Aber ich kann das ja alles einfach mal so absetzen. Das ist schon mal sehr gut. Ich werde komplett bekloppt. Junge, das ist am Rennen. Ich war ja eben in Blankenheim. Privatkunde, was ist das denn für eine Sauerei hier? Privatkunde, aber Schmutz. Oh Gott, wie die Karre aussieht. Und da war der Plaster wie eine Sau. Da habe ich gedacht, es ist hier nicht am Regnen, weil hier, wo ich eben hier weggefahren bin, war alles am Regnen, war alles trocken und scheiße. Und da oben beim Fassbender in Blankenheim ist einer am Arbeiten, dem seine Frau war auch hier und die sagte, hier ist ja nichts. Da habe ich mich voll gefreut und das ist hier jung.
Ich habe euch auch drin gelassen im Fahrzeug, weil wenn ihr krank werdet, dann schiebt ihr das nachher auf mich und ich möchte das nicht. So, pass auf, ich schreibe jetzt einfach hier drauf, abgeladen. Hier ist alles nass. Alles. Mein Mercedes. Das darf doch nicht wahr sein. So, ich habe alles geschafft. Wir haben 15:43. Jung, was sagst du dazu? Sag mal bitte.